Über sich selbst lachen können, Fragen stellen, die Vielfalt von Wahrheiten akzeptieren, das macht das Wesen einer freien Gesellschaft aus. Autoritär-religiöse Gesellschaften jedoch tolerieren ja nur die eine in Stein gemeißelte, ewig gültige Wahrheit. Veränderungen oder Entwicklungen sind Sünde. Und das bekam ein Blogger sehr deutlich zu spüren in Saudi-Arabien. Weil er Veränderung gefordert hat, wurde er zu 10 Jahren Haft und zu 1000 Peitschenhieben verurteilt. Die Empörung im Westen ist groß und sie ist natürlich berechtigt. Nur wie glaubwürdig ist sie angesichts unseres Umgangs mit Whistleblowern wie Manning oder Snowden, angesichts der Foltermethoden des CIA und angesichts unserer hervorragenden Geschäftsbeziehungen mit dem Folterstaat Saudi-Arabien? Raif Badawi. Mittlerweile kennen ihn alle, weltweit. Seine strahlenden Augen, seinen melancholischen Blick. Er wird auf Plakaten durch die Straßen von Paris, Berlin, Montreal, London, Amsterdam und New York getragen. Er ist eine Ikone der Meinungsfreiheit geworden. Sogar Außenminister Steinmeier und die Kanzlerin, auch viele andere Regierungschefs haben protestiert. Raif Badawi lebt in Saudi-Arabien. Noch. Im erdölreichsten Land der Welt sitzt er im Gefängnis. Es ist besonders diese Strafe, die saudische Gerichte über ihn verhängten, die die Proteste im Westen so laut werden ließ. 1000 Peitschenhiebe, 50 pro Woche nach jedem Freitagsgebet. Die ersten 50 wurden von einem Handy gefilmt, unter dem Beifall der Umstehenden. Die nächsten Auspeitschungen wurden ausgesetzt, Badawis Rücken war zu zerschlagen. Die Wunden sollten heilen, bevor sie erneut zerschlagen werden. Es ist wohl diese archaische Straflogik, die uns so unmenschlich erscheint, die zu einem Aufschrei führt. In Saudi-Arabien gilt die wahhabitische Auslegung der Scharia. Ehebrecher werden gesteinigt, Dieben die Hände abgehackt, Oppositionelle eingesperrt, etliche von ihnen hingerichtet. Badawis Vergehen? Er hatte Muslime, Christen, Juden und Atheisten als gleichwertig bezeichnet. In seinem Blog Liberal Saudi Network stand: Staaten, die auf Religion basieren, sperren ihr Volk in einen Kreis aus Glauben und Angst ein. Wir treffen eine Menschenrechtsaktivistin in Saudi-Arabien, die nicht erkannt werden darf. Immer mehr Menschenrechtsaktivisten kommen ins Gefängnis. Wenn du eine Kolumne in der Zeitung schreibst, wenn du twitterst oder als Frau Auto fährst, dann können sie dich wie einen Terroristen behandeln. Und sie benutzen paradoxerweise dafür ein Gesetz, das sie gegen den islamistischen Terror erlassen haben. Gegen den Terror demonstrierte zwischen all den Staatschefs auch der stellvertretende Außenminister Saudi-Arabiens in Paris. Da protestierte also ein saudischer Minister für die Meinungsfreiheit, während in seinem Land Menschen für die Forderung nach Meinungsfreiheit ausgepeitscht wurden. Grotesk. Doch Badawi hatte auch Glück. Die Welt wurde aufmerksam auf ihn durch Charlie Hebdo. Er wurde zur Ikone, weil er westliche Werte in einem autoritären islamischen Land fordert. Die Solidaritätsbekundungen der Saudis mit den Machern von Charlie Hebdo sind natürlich grotesk. Hätten sie etwas auch nur ansatzweise Ähnliches in Saudi-Arabien als saudi-arabische Staatsbürger oder auch als Ausländer, die in diesem Land leben, veröffentlicht, wären sie von einem dortigen Gericht ebenfalls zum Tode verurteilt worden. Und daran zeigt sich ganz einfach, dass auch dieses Gedankengebäude der Attentäter von Paris, die Denkschule von IS, die Denkschule von Al-Qaida, dass die alle auf der saudi-arabischen Islaminterpretation beruhen. Der sunnitische Wahhabismus vertritt einen radikal-konservativen Islam. Und der beschränkt sich nicht auf Saudi-Arabien. Das Land exportiert seine Ideologie in die ganze Welt. Sie bezahlen Koranschulen, unterstützen Salafisten in sehr vielen Ländern. Schätzungen sagen, dass der saudische Staat in den letzten Jahrzehnten 150 Milliarden Dollar in den Export radikalen Gedankenguts investiert habe. Dennoch sind unsere Beziehungen vielfältig und intensiv. Stimmen werden laut, die fragen, wie lange eigentlich sollen die Saudis noch unsere Verbündeten sein? Ist die Frage naiv? Eine Aufkündigung der Beziehungen wäre sicherlich nicht der richtige Weg für die deutsche Regierung. Saudi-Arabien ist nun einmal in der Energie- und der Sicherheitspolitik ein wichtiger Partner. Und es ist auch ein kooperativer Partner. Und wenn man ansonsten mal auf die Region schaut, dann wird man feststellen, dass es von diesem Format nicht mehr viele Staaten gibt. Es ist vor allem die Doppelrolle Saudi-Arabiens, die den Umgang mit dem Land so schwierig macht.
Ob die weltweiten Proteste für Badawi das Königshaus beeindruckt haben? Auf jeden Fall wurden die letzten Auspeitschungen ausgesetzt und es gibt eine unerwartete Chance. Der neue König Salman hat nach seiner Thronbesteigung ein Dekret erlassen. Darin kündigt er Begnadigungen an. Vielleicht auch eine für Badawi.